Hi, ich bin der Günther, ich bin aus deiner Bude. Willkommen zum großen Finale von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteamhimmel. Heute, wie ihr seht, auch mal mit Facecam nach vielen Videos. Ich hoffe, man merkt auch einen Unterschied bei der Facecam, weil ich habe mir jetzt echt mal Zeit genommen, um die Einstellungen zu bearbeiten. Eigentlich sollte die Facecam eine ganze Ecke besser aussehen. Vor allem hatte ich immer das Gefühl, dass die so komisch, manchmal komische Effekte hatte, die gar nicht da sein sollten, wenn man versteht, was ich meine. Ich habe das Gefühl, vor allem die habe ich jetzt wegbekommen. Leider muss ich ja sagen, ist das hier die zweite Aufnahme des Finals. Und damit meine ich nicht, weil ich ein erstes Let's Play zu dem Spiel habe, in dem ich das Finale natürlich auch gespielt habe, sondern weil letztes Mal mein hochgeehrtes Aufnahmeprogramm es nicht für nötig gehalten hat, den Ton mit aufzunehmen. Weder von mir noch vom Spiel. Deswegen habe ich gerade ungefähr 27 Tests gemacht. Und wenn jetzt der Ton wieder weg ist, dann muss ich ganz weit los. So. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, wie das Finale wirklich wird. Ich find's übel schade. Die Originalaufnahme ist übelst gut geworden. Auch wenn man sagen muss, sie hat nicht wirklich zum Projekt gepasst. Ich habe kaum schlechte Witze gemacht. Ich habe immer eigentlich alles so gesagt, wie es sein sollte, weil ich die Atmosphäre nicht kaputt machen wollte. Und das werde ich auch nochmal tun heute. Also, legen wir los. Ich hoffe, die Facecam passt ganz gut. Das ist nämlich auch so eine Sache, wenn ich die heute mehrfach verrücke. Heute ist das erste Mal, dass ich die Facecam anhab, ohne mir selber ein Vorschaubild oben in der Ecke einzublenden, wo ich die sehe. Also, legen wir los. So, kurzer Cut war nochmal drin, sorry. Ich hoffe auch, das klappt wirklich, weil ihr wisst, mit der Maske habe ich manchmal Probleme. Beim ersten Mal muss ich auch sagen, bei der ersten Aufnahme hatte ich das auch, aber nicht, weil mir zu heiß war, sondern weil ich echt festgestellt habe, dass mir mein Headset zu klein ist, wenn ich das Ding aufhab. Das drückt hier voll auf dem einen Ohr. Ich hoffe einfach, das geht klar. Jetzt können wir endlich aufhören, drum rumzureden. Ich hoffe, die Lags sind nicht zu extrem, vor allem in der Musik. Heute kommen viele geile Tracks. Ist dies die Spitze des Zeitturms? Blitze! Die den Himmel anschmünter. Da habt ihr ihn gesehen. Das ist unglaublich. Da wirbeln große Wolken durcheinander. Es ist schon wieder passiert. Es fühlt sich an, als würde jeden Moment der Turm auseinanderfallen. Es ist Zeitschmünter. Sieh mal dort drüben. Richtig geiler Ort, wie ich finde. Hab ich leider selber nicht nachgebaut gekriegt in Mario Maker, als ich mal das Level gebaut habe, Temporal Tower. Aber anderes Thema werde ich auch nochmal im Projekt dann zeigen. Was könnte das sein? Es hatte das Seltsames, Mystisches an sich. Dort ist ein großes kreisförmiges Muster. Und innen sind Vertiefungen, die aussehen, als wären sie herausgemeißelt worden. Was ist das? Ein Moment mal. Die herausgemeißelten Vertiefungen. Es sind insgesamt fünf. Fünf Vertiefungen. Das bedeutet... Was? Fünf Vertiefungen? Das ist es. Wenn ich die Zahnräder der Zeit in diese Vertiefung einsetze, könnten wir vielleicht verhindern, dass die Zeit stehen bleibt. Okay, ich mach's. Bam! Lightning! Was? Es ist plötzlich finster geworden. Ihr seid es! Die Stimme geht so auf den Hals, da entschuldige ich mich jetzt schon hier. Das habe ich auch in der ersten Aufnahme nicht ohne einen Hustenanfall überlebt. Ihr strebt die Zerstörung des Zeitturms an! Was? Mitnichten! Wir sind gekommen, um zu verhindern, dass die Zeit stehen bleibt! Zeit stehen bleibt!
Zeit! Die Alga! Ja! Ja, wagt es nach der Zerstörung des Turms zu trachten! Nein, das stimmt nicht. Wir wollen verhindern, dass der Turm kollabiert. Schweigt! An alle, die ihr den Zeitturm bedroht, ich werde euch keine Gnade gewähren. Es hat keinen Zweck, Schmünter. Es hört uns absolut nicht zu. Die Jäger verliert die Kontrolle, weil die Zeit zusammenbricht. Aber dieses Pokémon ist nicht das Primal Dialga, dem wir in der Zukunft begegnet sind. Die Macht der Dunkelheit hat es noch nicht völlig überwältigt. Es gibt immer noch eine Chance, Dialga zur Vernunft zu bringen. Es gibt noch Hoffnung. Es greift gleich an, Schmünter. Save Point. Das Traurige war auch, dass ich, als ich das letzte Mal das hier dann gespielt hatte, ich nochmal den halben Temporal Tower spielen musste, weil ich keinen Safe-Step mehr von früher hatte. Die Musik ist übel episch, hört man leider nicht so gut. Wenn ihr sie selber nochmal richtig hören wollt, also wegen den Lags hört man die vielleicht nicht perfekt, wenn es gerade ganz gut ist. Dialga's Fight to the Finish. Einfach auf YouTube eingeben. Ich hoffe, er macht denselben Fehler. Gut. Dann beginnen wir mit der Taktik, die mich letztes Mal, wohlgemerkt im zweiten Versuch, zum Sieg geführt hat, nachdem ich im ersten ziemlich einen mitbekommen habe. Taubsamen. Das Problem ist, Dialga hat rund 800 Leben und eine Fähigkeit, durch die man öfters mal nicht angreifen kann. Aber jetzt ist es betäubt, bis ich es angreife. Das heißt, die Zeit reicht mir, um Grimmsamen zu essen, um Angriff und Spezialangriff beider Teammitglieder übelst zu pushen. Gleichzeitig werde ich auch noch mit einem Flinksamen Schmünters Tempo in die Hölle boosten. Und ansonsten kann ich sonst noch irgendwas machen. Das habe ich letztes Mal auch probiert, weil das eigentlich einen relativ gegenteiligen Effekt haben müsste, macht aber einfach gar nichts. Ansonsten wirkt es, als hätte ich nichts groß mehr zu benutzen. Dann beginne ich den Kampf genau wie letztes Mal. Der Einschüchterer. Scheiße, ich habe aus Versehen nochmal den Move gemacht. Greife ich jetzt Treiber an? Bin ich dumm? Nein, verfehlt. Es ist sehr wichtig, ihn zu treffen. Meine Attacken machen natürlich nicht so viel Damage. Außer dem Solarstrahl jetzt vielleicht. Komm, diesmal hitten. Danke. Jetzt mal im Ernst. Ich hab durch diesen... Ja, doch, hä? Warte, bin ich dumm? Dialga hat zwei Fähigkeiten. Diesen Einschüchterer und Erzwinger. Oder ist der Einschüchterer gar keine Fähigkeit? Das verwirrt mich gerade hart. So, reinböllern. Dialga kann nichts tun, ist paralysiert. Ich weiß, mit Ryolu kann dieser Kampf wirklich viel zu einfach sein. Ja, Einschüchter. IQ-Fähigkeit, Einschüchterer. Uff. Ja, er fällt. Mit Zeitenlärm hätte er mir, wenn es schlecht läuft, beide Belebersamen, die ich dabei habe, auf einmal rausknüppeln können, weil das so einen Damage macht. Aber so haut er mir nicht einen weg. Das ist super für mich. Oh, bitte nicht. Bei meinem ersten Durchspielen habe ich verloren, weil dieser kranke Typ all seine Werte geboostet hat. Alter, und ihr seht schon, Genauigkeit auch wieder am Start. Aber der failt absolut. Der lässt mir immer 5-6 Leben übrig.
Das ist richtig gut für mich. Fragezeichen, Man. Drückt ihm mal wieder Damage. Ein Zeitenlärm wäre halt absolut verheerend. Ich scheiß auf Heilung. Jawohl, Paralyse! Ach, der kann ja auch noch Synthese, der Dönermann da! Alter, diese Genauigkeit! Die Alga ist nicht mehr paralysiert, scheiße! Oh, danke! Hätte er jetzt den Zeitenlärm rausgeballert. Junge! Gebt euch diesen Betrug! Beide tot! Was sollte das denn? Er kann aber jetzt eine Runde nicht... Hier, dieser Einschüchterer trifft gerade alles! Der trifft alle Attacken! Schon wieder! Alter, wenn der nicht gleich tot ist, dann habe ich verloren. Okay, jetzt wird's. Okay, macht er halt diesmal alles klar? Ich hoffe, das wiederholt sich jetzt nicht. Weil wenn die Kombo nicht reicht, aber ich hatte gerade auch so viel Pech. So viel Pech kann man in einem Kampf gefühlt nicht haben. Das einzig Gute ist, dass er immer dumm genug ist, zu mir hinzulaufen. Zeitenlärm würde nämlich den gesamten Raum treffen. Der Beginn ist einfach der sinnvollste, wenn ich ihm hier einen Taubsamen drücke und dann meine Pokémon in die Hölle booste. Habe ich schon mal erwähnt, dass der Soundtrack hier geil ist. In die Hölle pflanzen, Alter. Vor allem Fragezeichen, Man, weil versteht ihr? Pflanze. Ich gehe mal auf einen anderen Move. Zum ersten Mal, auch im letzten Versuch nicht. Ich mache zum ersten Mal Fragezeichen, Mans Beteur. Ich werde nicht treffen. Doch! Ich war mir eigentlich sicher, dass das nicht landen wird. Uff. Aber das ist halt richtig mies, dieser Einschüchterer. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob das überhaupt irgendwas gebracht hat, Fragezeichen, meinen Speed zu boosten. Hier, es ist so lächerlich! Junge! Alter. Und da wundere ich mich, wenn ich den Kampf nicht gewonnen kriege. Wenn jede zweite Attacke ins Nichts geht. Die Alga ist befreit von Paralyse. Hat auch noch einen AP-Sparer. Fragezeichen Man ist natürlich One-Hit. Was ist denn... Ich habe halt auch noch das Gefühl, dass der Schaden von Zeitenlärm so random ist. Wenn es jetzt noch einen macht, habe ich wieder verloren gleich. Warte, die Paralyse wirkt nicht mehr. Das heißt, das sollte... Ja, was erwarte ich überhaupt? Als ob ich angreifen darf. Was ist das? Meine Genauigkeit liegt bei 2. Ich muss sagen, letztes Mal, als ich den Kampf gemacht habe, war das so viel einfacher. Da habe ich halt deutlich häufiger getroffen. Aber jetzt gebt euch das. Ich muss hoffen, dass er jeden Moment tot ist. Aber natürlich nicht. Was erwarte ich denn? Ich muss hoffen, dass er jetzt diese Runde stirbt. Ansonsten habe ich wieder verloren. Der Solarstrahl muss ballern. Was? Ich habe verloren. Junge, was? Es ist doch lächerlich, was ist denn auf einmal hier los? Solche Probleme hatte ich ja nicht mal beim ersten Durchspielen. Und da hatte ich nur einen Belebersamen einstecken. Die Folge wird eh lang genug. Letztes Mal, als ich irgendwie nach 10 Minuten den Boss durch hatte, hatte ich immer noch fast eine einstündige Folge.
Also, der Anfang ist nun mal einfach das Sinnvollste, an dem werde ich auch nichts ändern. Punkt. Ich meine, was soll ich denn machen, außer meine Pokémon erstmal in die Hölle boosten? Das ist ja wohl nicht schlecht, solange der Gegner nicht angreifen kann dabei. Aber diesmal geht der Flinksamen auf jeden Fall wieder auf Schmünzer. Und ich hoffe, dass ich dieses Mal vielleicht wieder eine höhere Genauigkeit als 3 hab. Das war ja absolut lächerlich gerade. Ja, Überraschung, Einschüchterer. Ich wünschte, ich wüsste, wann genau der getriggert wird. Also außer jetzt immer. Ja, 2-mal Einschüchterer, 1-mal verfehlt. Guter Kampfbeginn. Hahaha, 69. Mir hat nur noch gefehlt, dass er all seine Werte boostet. Das war das Letzte, das jetzt noch gefehlt hat. Ja, jetzt verfehle ich wieder die nächsten 27 Attacken. Ach nee, mein Donnerblitz kriegt sogar einen Hit. Ich hoffe, dass... Obwohl, er wird jetzt von der Paralyse geheilt. Safe, es wäre besser gewesen zu heilen. Doch nicht. Uff, danke, Jesus. Okay, Solarstrahl böllert. Aber nein, tut er nicht, weil jetzt wieder Fragezeichen, man. Doch nicht tot ist! Das ist halt echt random, wie viel Damage das macht, glaube ich. Jaiga muss diese Runde aussetzen. Na, Überraschung. Ich treffe nicht. Komm, hit, 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 hit. Überraschung. Überraschung. Oh, er verfehlt auch mal. Kein Bock mehr auf Paralyse, er hat nicht mehr so viel Leben. Der muss weg. Ja, sehr schön. Oh, was? Der tankt das? Einfach weiter, jetzt kann er echt nicht mehr viel tanken. Ja, ich sag's ja. Der tankt nichts mehr. Uff, mal Headset für einen Moment. Wie gesagt, das drückt ganz schön. Ich hoffe, Audio passt. Wir haben es geschafft. Okay, Schmünzer, es ist Zeit. Hahaha, Zeit, lol. Während die Eier noch am Boden liegt, setze ich die Zahnräder der Zeit ein. Das Beben ist das Schlimmste bisher. Der Zeitturm muss vor dem totalen Zusammenbruch stehen, wenn das passieren würde. Die Zerstörung der Zeit würde sich beschleunigen, solange bis der Planet völlig gelähmt ist. Ich muss mich beeilen. Aber was ist, wenn wir zu spät sind? Vielleicht ist die Zeit ja gar nicht mehr zu retten. Der Zeitturm hat zumindest einiges abbekommen, wie man sieht. Der Boden hebt sich. Es ist schwierig, die Zahnräder der Zeit einzusetzen. Bam, alle 5 mit einem Handgriff. Mann, war das schwierig. Fertig. Alle sitzen richtig. Und es tut sich. Es beginnt zu leuchten. Und nun. Treppe runterfallen. Warum? Ich hab die Zahnräder der Zeit dort eingesetzt, wo sie hingehören. Warum hören diese Erschütterungen nicht auf? Das kann nicht sein. War es zu spät? Wird der Zeitturm weiter kollabieren? Ist es bereits zu spät, die Lähmung des Planeten aufzuhalten? Bam, der Zeitturm kriegt noch mehr ab. Ah!
Uff, gerade wieder belastend am Leggen. Das ist. Wo? Fragezeichen, man. Ich sage einfach genau dasselbe. Hi. Hey, Schmünter. Wo? Dies ist der Zeitturm. Dialga. Dialga. Kein Anlass zur Panik. Komm runter, Brudi. Ich bin zur Vernunft gekommen. Was? Der Zeitturm hat schweren Schaden genommen. Aber er hat es überstanden. Seh zu bei dem, was jetzt geschieht. Das ist... Jäger zeigt uns das wohl gerade. Wahrscheinlich setzt es dazu Telepathie oder irgendeine Kacke ein, auch wenn es kein Psycho-Pokémon ist, scheiß drauf. Dieser Ort, das muss das Schemengehölz sein. Aber es ist nicht das gleiche. Als wir im Schemengehölz waren, stand die Zeit still. Jetzt haben wir immerhin wieder 4 FPS. Die Zeit geht wieder ihren fast normalen Gang. Da ist Schatzstadt. Bediente holt sich Geld. Wo hat er denn das hergeklaut? Oder raubt er geradeaus? Alle sehen glücklich aus. Das ist der Zeitturm. Er sieht ziemlich beschädigt aus. Aber er steht noch. Der Zeitturm ist nicht kollabiert. Er hat's überstanden. Schon ganz schön was mitgekriegt hat er. Der Zeitturm hat die Krise überstanden. Die Zeit ist hier zur Normalität zurückgekehrt. Folglich geht die Zeit auch dort wieder ihren normalen Gang, wo sie vorher angehalten hat. Und das, weil ihr den Zusammenbruch des Zeitturms verhindert habt. Dadurch wurde auch die Lähmung des Planeten verhindert. Der Weltfrieden kann einem wirklich jeden guten Nachmittag versauen. Das ist ein Insider. Ich hoffe, ich denke dran, die Szene einzublenden, wo es herkommt für die, die es nicht kennen. Cards Against Humanity. Ja, lese doch vor, du Idiot! Ach so. Ist vorlesen! Weltfrieden, genau. Weltfrieden würde einen schönen Nachmittag enden. Schaust du aus dem Fenster am Morgen nicht so, Alter, warum ist hier kein Atomkrieg? Der Weltfrieden wurde wiederhergestellt. Wirklich? Wir haben es geschafft, Schmünter. Wir haben es letztendlich geschafft. Wir haben der Welt Frieden gebracht. Erlaubt mir euch zu danken. Ich danke euch dafür, dass ihr das verborgene Land erreicht habt. Ihr hattet den Mut, euch mir entgegenzustellen. Im Moment, als ich vor Zorn die Kontrolle verlor. Ich hab's bemerkt! War nicht gerade einfach, um's mal so zu sagen. Und ihr verhindertet gerade noch rechtzeitig den Einsturz des Zeitturms. Danke. Für all dies stehe ich in eurer Schuld. Ja. Aber leider ist noch nicht alles, wie es sein sollte. Es wird etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Ich muss mich um die Reparatur des Zeitturms kümmern. Auch das verborgene Land wurde verwüstet. Aber das Regenbogen-Crackschiff sollte noch funktionstüchtig sein. Und Labras wartet sicher bereits auf eure Rückkehr. Okay. Gehen wir nach Hause, Schmünter. Zurück nach Schatzstadt. Aber das war's noch nicht. Wenn man daran denkt,
was man vor 2 Folgen erfahren hat. Und gleich kommt für mich wahrscheinlich so ziemlich der beste Soundtrack. Überhaupt alle Spiele richtig geil. Was mit dir, Schmünter? Beeilen wir uns. Mein Körper fühlt sich schwer an. Was ist los? Warum habe ich solche Mühe, mich zu bewegen? Als ob meine Beine von einem Gewicht heruntergezogen würden. Jetzt, da wir die Zukunft verändert haben, vielleicht rückt jetzt auch mein eigenes Entschwinden näher. Erschütterung! Sind schwächer geworden. Vielleicht ist es ein Nachbeben, während sich die Dinge weiter normalisieren. Gehen wir, Schmünter. Und jetzt die Musik. Die Musik. Dieses Licht. Ich verstehe. Es ist soweit. Die Zeit ist letztendlich gekommen. Meine Zeit mit Fragezeichen, Man, endet hier. Hey, Schmünter! Schmünter, was ist los? Was stimmt nicht mit dir? Das hier ist jetzt auch so extrem, fand ich. Beim ersten Mal habe ich es gar nicht wirklich realisiert. Aber das hier ist die einzige Stelle im Spiel, bei der wir wirklich einen Dialog zwischen unserem Haupt-Pokémon und seinem Partner mitbekommen. Ansonsten ist alles, was wir von Schmünter gehört haben, nur gedacht gewesen. Die Dialoge wurden immer nur mit Sprüngen dargestellt. Aber das hier ist das einzige Mal im Spiel, in dem wir wirklich sehen, wie die beiden miteinander reden. Es tut mir leid, Fragezeichen, Man. Ich hab's so lange für mich behalten. Wie es aussieht, muss ich Lebewohl sagen. Wie bitte? Lebewohl? Was meinst du damit? Zwirfinst sagte mir das. Wenn wir die Zukunft verändern würden, verschwenden alle Pokémon aus der Zukunft. Deswegen bin auch ich zum Verschwinden verurteilt. Hä? Was? Warum? Warum? Ich verstehe das nicht. Danke für alles. Ich werde jetzt von hier verschwinden. Aber Fragezeichen, Man. Ich werde dich niemals vergessen. Einen Moment, Mann. Ich habe es nur so weit geschafft, weil du bei mir warst, Schmünter. Verstehst du das nicht? Du hast mich stark gemacht, Schmünter. Wenn du gehst, Schmünter, dann... Ich weiß nicht, was ich dann... Nein, Fragezeichen, Man. Du musst selbst stark sein. Du musst leben. Du musst nach Hause gehen. Erzähl allen von dem, was hier passiert ist. Damit so etwas wie das hier niemals wieder geschieht. Schmünter. Das Licht wird heller. Nicht, Schmünter. Geh nicht. Vielen Dank für alles, Fragezeichen, Man. Ich bin froh, dass wir in der Gilde zusammen trainieren konnten. Ich bin froh, dass wir zusammen auf Abenteuer gehen konnten. Ich bin sehr froh, dass ich dich kennenlernen durfte, Fragezeichen, Man. Warte, Schmünter. Es tut mir leid. Ich hatte solches Glück, jemanden wie dich zu finden. Ich empfinde dasselbe, Schmünter. Für mich bist du wichtiger als alles andere. Ja, ich fühle auch so. Fragezeichen, Man. Sogar wenn ich von hier verschwunden bin. Ich werde dich niemals vergessen. Schmünter! Und somit ist nun auch dieser Teil der Geschichte hinter uns. Die Abenteuer von Fragezeichen Man und Schmünter enden. Ich muss leben. Ich muss es lebendig nach Hause schaffen. Nach Hause. Und allen erzählen, was geschehen ist. Es war der Wunsch von Schmünter. Es war der letzte Wunsch von Schmünter. Da ist das Regenbogensteinschiff. Komplett durcheinander, kommt gar nicht klar.
Der Zeitturm. Er rückt in immer weitere Ferne. Und auch Schmünter. Schmünter entfernt sich immer weiter von mir. Oh, Schmünter. Tja, nicht jede Geschichte hat ein Happy End. Und so waren Schmünter und Fragezeichenman schließlich erfolgreich mit ihrer Mission. Sie retteten die Welt vor der Katastrophe. Fragezeichenman verlässt den Zeitturm, reist durch das verwüstete, verborgene Land, reitet auf Lapras über das Meer und kehrt wohlbehalten nach Schatzstadt zurück. Nach der Rückkehr zur Gilde erzählt Fragezeichenman allen von diesem großen Abenteuer, von all dem, was im verborgenen Land geschah, von den Geschehnissen, die sich im Zeitturm abspielten, von Reptain und von Schmünter. Natürlich erzählt Fragezeichenman auch, wie die Zerstörung der Zeit aufgehalten wurde und wie der Welt der Frieden zurückgebracht wurde. Fragezeichenman erzählt die Geschichte, wo und wann immer es möglich ist. Und so vielen Pokémon wie möglich. Es ist eine Geschichte, die erzählt werden muss. Eine Geschichte der Hoffnung auf einen versauten Nachmittag. Eine Geschichte für eine friedliche Zukunft. Die Monate verstreichen. In Schatzstadt geht man wieder fröhlich seinem Alltag nach. Die Wunden des verletzten Planeten heilen allmählich. Das Leben kehrt langsam zur Normalität zurück. Hallo Freizeitman, gehst du noch weg? Ja, ein kleiner Spaziergang. Hört sich nett an, jawohl, ja. Es ist allerdings schon bald Zeit fürs Abendessen, da will sie doch bestimmt nicht zu spät kommen. Okay, du hast recht. Gerade wieder ziemlich laggy, leider. Aber bei den wichtigen Soundtracks, muss ich sagen, war es das nicht, glücklicherweise. Alter, dieses Headset ist schon belastend unter der Maske. Oh, wow, das ist wunderschön. Ich habe das so lange nicht gesehen. Es ist immer noch so schön wie in meiner Erinnerung. Ich war einfach zu beschäftigt, um herzukommen und es mir anzusehen. Aber ich hab's vermisst. Ein fantastischer Anblick. Ich frag mich, wann ich das zuletzt gesehen habe. Das letzte Mal war... Oh, das letzte Mal war
Das war, als ich Schmünter traf. Und noch mehr geile Musik. Ah, da ist jemand im Sand zusammengebrochen. Was passiert? Der Anblick war damals genauso. Die Krabbe pusteten all diese Blasen über den Strand. Und dann sah ich jemanden, genau hier. Schmünter war bewusstlos. Das war es, Schmünter und ich. Damit begann unser Abenteuer. Könntest du dir vorstellen, mit mir ein Erkundungsteam zu gründen? Ich bin mir sicher, dass wir ein gutes Erkundungsteam bilden können, Schmünter. Und eine Wahl hast du sowieso nicht. Mein Magen hat geknurrt. Warum müssen die genau die Szene reinbringen? Cringe! Aha, wir haben wohl beide ziemlichen Kohldampf. Lass uns zu Megas gehen. Ja, okay, ich habe jetzt umso mehr Hunger. Auf jeden Fall Megas, Schmünter. Ich vertraue dir, Schmünter. Ja, ich glaube fest an dich, Schmünter. Da wurde mir klar, dass es richtig war, Mitglied in einem Erkundungsteam zu werden. Ich bin mir sicher, dass ich eines Tages das Geheimnis meines Reliktfragments lösen werde. Das ist mein großer Traum. Wenn er jemals wahr wird, falle ich vor lauter Freude bestimmt in Ohnmacht. Hahaha. Das ist unheimlich. Aber wir müssen mutig sein. Ich muss mich dieser Sache stellen. Wir können jetzt nicht aufgeben, Schmünter. Siehst du diese Aussicht, Schmünter? Das ist einfach traumhaft. Hey! Da ist ein Riss im Seil. Jetzt! Angreifen! Los! Bam! Megalovania! Spiel ich nicht mal ein, der Atmosphäre wegen. Schmünter, danke. Du wolltest mich aufmuntern, weil ich so niedergeschlagen war. Du kannst immer unser Bestes geben, Schmünter. Also, lass es uns tun. Lass uns in den Treibsandstrudel springen, Schmünter. Das hilft ein bisschen gerade. Gehen wir, Schmünter. Auf zum See von Tobutz. Schmünter, wir müssen wieder zurück. Zurück in unsere Zeit. Hey Schmünter, wir müssen das Reptent zuliebe tun. Gehen wir zum Zeitturm. Das sind so schöne Erinnerungen. All diese Erinnerungen an meine Zeit mit Schmünter. Erinnerung an Schmünter. Doch jetzt ist Schmünter weg. Schmünter ist einfach nicht mehr da. Hört weit sein, Mann. Donnerwetter. Was ist so lang weg? Ich ging fast vor Sorge um dich. Was ist los? Bibiza. Was ist denn los? Hm.
Und somit endet die Geschichte von Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Himmel. Und ich beginne die Credits mit etwas, das ich bereits versprochen habe. Ein Bild zu diesem Ending des Spiels. Wobei ich eben sagen muss, dass es nicht diese beiden Pokémon, Schmünter und Fragezeichenman, beinhaltet, da es bereits vor Beginn dieses Let's Plays entstand. Trotzdem wollte ich es einfach mal zeigen. Es zeigt die beiden Pokémon aus meinem ersten Let's Play. Kanmani und Vulpix, beziehungsweise Günther und Lord Ecke. Die beiden, die auch in der Pokémon Mystery Dungeon Virus-Edition meiner eigenen Geschichte, vor allem in der ersten Geschichte, die wichtigsten Rollen waren und auch immer noch so ziemlich die Hauptrollen der Reihe darstellen sollen, zumindest. Kommen wir zu meiner Bewertung für dieses Spiel. Denn letztes Mal muss man wirklich sagen, letztes Mal war meine Bewertung schon noch übertrieben. Ich habe das Spiel wirklich nur alles wirklich völlig gelobt. Es war auch mein erstes Mystery Dungeon. Ich hatte noch kein anderes gespielt und habe eine sehr unrealistische 99,5 Punkte Bewertung gegeben. Und das ergibt nicht so keinen Sinn, muss ich sagen. Beginnen wir damit. Eine Sache, die ich kurz noch anmerken wollte, an sich. Ich mag ja keine Flashbacks von Szenen, die erst sehr kurz vergangen sind. Aber jetzt, als Fragezeichenman sich gerade an die Reise zurückerinnert hat, da hat mir schon noch ein Flashback vom Abschied gefehlt. Der hätte das Ganze nochmal deutlich aufgepeppt. Also, Pokémon Mystery Dungeon, nicht nur Team Himmel, sondern die gesamte Reihe, spielt man in der Regel nicht wegen dem Gameplay. Ich persönlich mag das Gameplay trotz allem, aber ich verstehe auch, wenn jemand sagt, er mag es nicht. Aber man spielt das Gameplay wegen der Liebe, mit der das Spiel gemacht wurde, wegen der Story, wegen der Musik. Und das ist auch wirklich absolut genial in diesem Spiel. Allein heute, den Soundtrack, den wir da reingekommen haben, Dialga's Fight to the Finish, Don't Ever Forget, Memories Returned, alles geile Tracks. Die Story ist absolut cool, auch wenn ich echt sagen muss, dass ich inzwischen insgesamt auch Mystery Dungeon Team Himmel nicht mehr als mein Lieblingsspiel aller Zeiten ansehe, sondern als meinen dritten Platz aller Spiele nach seinen beiden Nachfolgern, die noch kommen. Portale und Super Mystery Dungeon, bei denen ich mich nicht auf eine Reihenfolge festlegen kann. Und ich weiß, viele finden Portale schrecklich. Ich feiere das Spiel, will ich nicht lange drüber diskutieren. Dieses Spiel ist aber natürlich auch absolut genial. Und es hat wirklich auch mein Leben verändert, muss ich wirklich so sagen. Ich habe es kennengelernt, als ich einfach eines Tages auf YouTube war. Mir war total langweilig, ich hatte keine Ahnung, was ich gucken soll. Ich habe dann auf der Startseite, irgendwo relativ weit unten, von einem YouTuber, den ich hin und wieder gucke, Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel gesehen. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt wirklich nichts Gutes über die Reihe gehört. Hab mir gedacht, es war gefühlt aus Verzweiflung, dass ich auf dieses Video geklickt habe. Mit dem Hintergedanken, ich schalte in 5 Minuten ab. Was soll ich sagen? Es hat 2 Wochen gedauert, bis ich die 120 Folgen durch hatte. Danach habe ich das Spiel wieder lange Zeit aus den Augen verloren. Bis es wieder zurückgekehrt ist. Als ich auf einmal, ich weiß selber nicht warum, ich habe riesige Lust bekommen, es zu Let's Playen. Und dann mein Let's Play gestartet. Und seitdem verfolgt mich diese Reihe wirklich in meinem ganzen Leben. Sie ist so geil. Ich feiere sie absolut.
Inzwischen ist sie wirklich absoluter Teil meines Alltags. Ich meine, ich schreibe sogar Fanfictions darüber, die ich auf YouTube lade. Und ihr wisst gar nicht, wie intensiv ich das wirklich mache. Das Schreiben selber vielleicht nicht wirklich, aber vor allem, was denkt ihr, wie viel ich brainstorme und was für Ideen ich noch alles habe? In meiner Freizeit lese ich dann oft im Internet auch Comics oder andere Fanfictions zu Pokémon Mystery Dungeon, wodurch zum Beispiel mein Englisch sich deutlich verbessert hat. Ich muss jetzt mal pausieren, weil die Credits schon rum sind. Mein Englisch hat sich durch die Reihe deutlich verbessert. Sie ist ein Teil meines Alltags einfach geworden. Diese ganze Reihe hat wirklich mich als Person verändert. Und ich würde sagen, zum Besseren. So, dann kommen wir zu einem Fazit für dieses Spiel. Wie gesagt, trotz allem, ich liebe das Spiel. Es ist absolut genial. Scheiß auf Metacritics. Wenn der Community-Score und der Kritiker-Score einen Unterschied von mehr als 30 haben, sollte man sich auch mal Gedanken machen. Ich gebe dem Spiel dieses Mal eine 93-Punkte-Bewertung. Aber das Let's Play ist auch noch nicht zu Ende. Vergesst das nicht. Es fehlt noch die After-Story und die Bonus-Episoden. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, was ich sagen wollte. Ich habe genug geredet, muss man ja wirklich sagen. Ich muss aber dann gleich nochmal was sagen, sobald wir hier komplett durch sind und wieder im Title-Screen landen zum kompletten Abschluss der Folge. Denn vorher kommt noch eine letzte Szene. Fragezeichen, Man. Als du von hier weggingst, als du diesem Ort auf dem Regenbogen-Crack-Schiff Lebewohl sagtest, dein Schmerz, ich fühlte ihn sogar hier, so intensiv war er. Und wenn du sogar jetzt noch so fühlst, und wenn Schmünter diese Gefühle teilt, werde ich deinen Wunsch erfüllen. Die Welt braucht euch beide. Darum werde ich euch ein Geschenk machen. Ich übergebe euch die Zukunft. Ich liebe den Soundeffekt übrigens, der hier für den Schrei eingespielt ist. Dies ist mein Dank. Bitte nehmt ihn an. Den. Ende. Nun, wie bereits erwähnt, ist das noch nicht das Ende dieses Let's Plays. Es kommt noch die Afterstory und die Bonus-Episoden. Aber es wird eine Pause geben. Das Let's Play kam in letzter Zeit wirklich so viel und so häufig. Es wird nun erst einmal eine Pause geben, die gefüllt wird von einem weiteren Spiel. Doch ich kündige das jetzt einfach mal an. Auf der Basis der Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition hat sich nämlich Fragezeichen Man schon lange hingesetzt und selber ein eigenes Spiel entwickelt. Die Grundbasis
basiert auf meiner Story, aber er hat wirklich sehr viel anders gemacht, neue Charaktere eingefügt, die Rollen von Charakteren offensichtlich verändert. Also wirklich das Einzige, was man wirklich zusammenhängt haben kann, ist, so wie ich das verstanden habe, die Welt und die Charaktere meiner ersten Geschichte sind drin. Und dieses Spiel wird erst einmal in dieser Pause eingeschoben. Danach wird es weitergehen mit Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Und ich weiß noch nicht, ob ich die Bonus-Episoden oder die After-Story zuerst spielen werde. Wir werden es sehen. Wenn euch dieses epische Finale gefallen hat, auch dass ich es zweimal aufgenommen habe, Mitleids-like. Wir sehen uns, bis dann und ciao.